Ich bin heute in der Marina Düsseldorf, direkt unter dem Fernsehturm. Und hier liegt momentan das schnellste V-Rumpfboot in Europa. Das Boot ist eine 44 Fuß Outer Limits mit 2700 PS. Ja, und das Boot fährt über 220 km/h. Ich bin mit Alfred Zuhausen verabredet und wir fahren gleich Full Speed mit dem Boot von Düsseldorf nach Duisburg. Das Boot kommt dann aus dem Wasser und wird für das Cannes Yachting Festival vorbereitet. Dort wird das Boot dann vom 12. bis zum 17. September ausgestellt. Also kommt vorbei und guckt euch das auf jeden Fall mal an. Natürlich ist das Boot auch zu verkaufen und wer Interesse hat, meldet sich am besten direkt bei Alfred Zuhausen oder bei der Firma Marine Partner Network, einfach MPN. Ja, aber den Link setze ich euch auf jeden Fall nochmal in die Videobeschreibung. Ja, so ein Boatlift ist schon echt praktisch. Das Boot liegt also die ganze Zeit auch irgendwie im Trockenen. Ja, wird gleich zu Wasser gelassen. Ja, und dann geht's los. Also ganz ehrlich, so ein Termin ist auch für mich etwas ganz Besonderes. Und ich habe mich sehr über die Einladung von Alfred gefreut. Ich weiß nicht, ob das hier so richtig rüberkommt, aber hört euch bitte mal den Motorsound an. Hier seht ihr den Düsseldorfer Medienhafen mit den berühmten Geribauten. Links seht ihr übrigens die Polizeistation. Im Hafen fahren wir natürlich noch ganz langsam. Auf dem Rhein gibt es dann keine Geschwindigkeitsbegrenzung mehr. Und die einzige Möglichkeit, mit Full Speed durch die Stadt zu fahren, ohne einen Strafzettel zu bekommen, hat man nur mit einem Boot. Wir fahren die Motoren noch warm, bevor es dann gleich richtig losgehen soll. Ich kann das nicht oft genug sagen, aber was für ein satter Sound. Man kann irgendwie schon spüren, was da gleich auf mich zukommt. Bei entspannten 70 km/h und perfektem Wetter genießen wir noch einmal die Rheinpromenade und die schöne Düsseldorfer Skyline. Wir steigern so langsam das Tempo, aber ganz ehrlich, was gleich kommt, verschlägt selbst mir die Sprache. Was bei den meisten Booten schon Fullspeed ist, ist hier noch komplett entspannt. Halt die mal kurz fest! Die Beschleunigung ist einfach unglaublich.
krass. Einfach nur krass. Ey, als wir eben 200 gefahren sind, da ist mir echt schwindelig geworden. Wirklich. Deswegen sind wir ja 220 gefahren dann, ne? Ab 170 km/h ist das Filmen gar nicht mehr so einfach. Da muss man sich schon echt gut festhalten. Also ganz ehrlich, Alfred, das ist mit nichts vergleichbar, wo ich bisher mitgefahren bin. Jetzt verrat mir eins bitte. Wie viel kostet das Boot? So ein Boot kostet neu 1,5 Millionen netto. 1,5 Millionen Euro? Netto. Und das Boot? Das ist noch nicht kalkuliert. Okay. Also müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Der Preis ist heiß. Und die Motoren werden jetzt eingeschickt nach Mercury, werden dort komplett überholt und dann gibt es auch natürlich neue Garantie, ein Jahr Garantie auf die Motoren. Ist das richtig? Ja. Ja, und die Überholung kostet pro Motor ungefähr 100.000 Euro. Also das ist wirklich das schnellste Boot, was der Alfred bisher gefahren ist. Also zumindest von der Beschleunigung, glaube ich. Ja. Und es gibt wohl noch ein schnelleres, das ist die 52er. Zwei Nummern größer, aber da ist natürlich wegen dem Gewicht die Beschleunigung nicht ganz so extrem. Also die 52er hat natürlich auch 400 PS mehr, muss man dazu sagen. Ja, und wenn ihr so ein Boot haben wollt, ja, meldet ihr euch natürlich beim Alfred. Alfred Zuhausen, Firma Marine Partner Network oder ganz einfach MPN. Ich verlinke euch die Seite unten in der Videobeschreibung. Ja, und dann könnt ihr mal Kontakt aufnehmen. Ja, wir sind jetzt hier in Duisburg. Hier kommt das Boot jetzt aus dem Wasser und wird fertig gemacht für Cannes. Ja, wir sind auf der Hinfahrt ein bisschen am Ziel vorbeigeflogen. Wir waren fast an der holländischen Grenze, aber das war auch nicht so schlimm, weil 10 Minuten später waren wir auch wieder hier. Man kann das auch mit Worten kaum beschreiben. Das muss man einfach erleben. Das ist einfach der absolute Wahnsinn, dieses Boot.